Bisher kamen nur überhebliche Narren. Sie fürchteten den Tod nicht genug, um das Leben zu verdienen. Wirst auch du hier deine letzte Ruhestätte finden? Da muss ich dich leider enttäuschen. Das heutige Luzis unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von dem unter dem ersten König. Geschützt vom Wall, verweichlicht durch Frieden, hat das Volk vergessen, was kämpfen heißt. Wie könnte in solch einer Ära ein würdiger Schild geboren werden? Die Zukunft ist verloren. Ich werde wohl nicht ernst genommen. Wenn du sie eines Besseren belehren willst, musst du ihre Prüfungen bestehen. Was für ein Empfang. Ich fühle mich geehrt. Hältst du durch? Wirst du trotz unzähliger Wunden bestehen können? Du musst bei vollen Kräften sein.
Zeit für eine kleine Pause. Wer hätte gedacht, dass ich eines Tages nochmal hierher kommen würde? 30 Jahre sind eine lange Zeit. Erinnern Sie sich denn noch an den Schwertmeister? Ja. Willst du etwas wissen? Erzählen Sie mir bitte mehr von Gilgamesch. Ich erinnere mich vor allem an seine Augen. Als könnte er meine Bewegungen voraussehen. Nein, als könnte er direkt in meine Seele blicken. Ich warne dich, du kannst ihm nichts vormachen. Ich werd's mir merken. Gladiolus, gehen wir. Um den Erwählten schützen zu können, brauchst du Stärke und einen unbeirrbaren Geist. Schwäche wie Wankelmut bedeuten deinen Fall.
Nun folgt die vorerst letzte Prüfung. Beweise, dass du der Schild bist, der den König des Lichts schützen wird. Der Schild des Königs darf sich nie täuschen lassen und nie sein wahres Selbst vergessen. Das habe ich nicht vor. Zaubere nicht vor einem großen Feind. Besiege ihn mit deinen neu erlernten Fähigkeiten. Das darf nicht sein. Ich muss doch... Yeah!
bist bereit für die letzte Prüfung. Gute Arbeit. Du hast alle Techniken erlernt. Aber die wahre Prüfung steht mir noch bevor. Ja, diese Seelen sind nichts im Vergleich. Bin ziemlich geschafft. Was ging damals in Ihrem Kopf vor, als Sie das erste Mal hier waren? Willst du es wirklich wissen? Sie waren damals weitaus jünger als ich. Ja, ich war nicht mehr als ein überhebliches Kind. Ich war stur und habe auf niemanden gehört. Und nur weil ich so stur war, habe ich es zum Schwertmeister geschafft. Doch erreicht habe ich nichts. Bei meiner Rückkehr nannte man mich den Unsterblichen. Der Name erinnert mich jedes Mal daran, dass ich damals versagt habe. Verstehe. Aber Sie sind trotzdem der Einzige, der es je lebend zurückgeschafft hat. Dafür bewundere ich Sie. Hast du dich ausreichend erholt? Bist du hier, um zu sterben? Ganz im Gegenteil. Der Krieger, der dich begleitet, er war der Letzte. Huh? Er hörte nicht auf uns. Er verschloss sich unseren Stimmen, unserem Klagen. Er blickte nur nach vorne und ignorierte unsere Warnungen. Er war noch nicht bereit, und so verbannte ihn der Meister von diesem Ort. Meinst du wirklich, dass du die Stärke besitzt, die ihm damals fehlte? Wenn du nicht hättest, was es braucht. Klarus hätte dich aufgehalten. Auch mir, stellte er sich damals in den Weg. Mein Vater? Dass ein Schild für etwas anderes als seinen König stirbt, ist ein unverzeihliches Vergehen. Er sagte mir, dass ich mein Leben verschwende. Seine Worte verfolgten mich. An der Schwelle zum Tod halten Sie in meinem Kopf wieder. Ich halte dich nicht auf, aber du handelst verantwortungslos. Du bist genau wie ich damals. Denk daran. Sobald du diese Schwelle überschritten hast, bist du auf dich gestellt. Stirbst du, wird die Höhle dein Grab. Ich weiß. Ich werde Sie nicht enttäuschen, General. Das hoffe ich, Gladiolus. Ich glaube, ich bin am Ziel. Ich kann ihn spüren. Er erwartet mich.
Da bin ich. Du willst mich mit roher Gewalt bezwingen? Hast du was dagegen einzuwenden? Also soll ich aufgeben und sterben? Genau, zum Sterben bist du gekommen. Deine Gier nach Stärke macht dich blind für das Wesentliche. Heute stirbt ein weiterer Anwärter. Rennen wir es hinter uns. Ich bin aber nicht zum Sterben hier. Komm schon. Komm schon! Yeah!
Ich bin der Schild des Königs! Es steht 1:0 für dich. Mag ja sein, dass ich Schwächen habe und meine Angst mich zurückhält. Vielleicht kenne ich mich wirklich zu schlecht, um Vertrauen in meine eigene Stärke zu haben. Aber eine wichtige Sache ist mir jetzt klar geworden. Mein König braucht mich. Ich mag zwar mehr Muskeln als Grips haben, aber eins ist gewiss. Ich würde für Nockt sterben. Du hast meine Prüfung bestanden. Wer zaudert, der scheitert. Ein Krieger, der seine eigenen Schwächen leugnet, kann kein Schild sein. Doch dein starker Körper verfügt über einen ebenso standhaften Geist. Ich bin erleichtert, dass der erwählte König des Lichts einen verlässlichen Schild wie dich zu seinem Schutze hat. Dann. Diese Klinge soll dein sein. In ihr liegt meine Kraft. Dieses Emblem. Dieses Katana gehörte dem Mann, der mir meinen Arm nahm. Dem Krieger mit der unbeirrbaren Seele. Was? Und ich soll... Er scheint noch immer unbeirrbar und mittlerweile stark genug. Er braucht meine Kraft nicht. In der Tat. Na dann, nehme ich es gerne. Los, nun geh. Beschreite unbeirrt den Pfad, den das Schicksal dir auferlegt hat. Begleite den letzten König von Luzis bis zu seinem Tod. Das werde ich. Wie lief es? Okay. Ich wusste. Du schaffst es. Ich habe das hier bekommen. Wusste gleich, von wem es ist. Oh, dieses Katana. Narben erinnern uns daran, wie viel wir ertragen können. Angeblich hat vor vielen Jahren ein hitzköpfiger Junge Gilgamesch einen Arm abgeschnitten. Ach. Der Schwertmeister erinnert sich noch immer gut an ihn. Sein stählerner Wille hat ihm anscheinend schwer imponiert. Ein stählerner Wille ist ihm aber nicht genug. Auch der Körper muss gestählt sein. Nur wer beides erfüllt, wird vom Meister anerkannt. Ja. Aber der Junge damals hat offenbar überlebt. Gilgamesch ist überzeugt, dass er mittlerweile auch stark geworden ist. Naja. Gladiolus. Heute hast du dich bewiesen. Du hast geschafft, was nicht einmal dem Unsterblichen damals gelungen ist. Damals war der Unsterbliche noch grün hinter den Ohren. Zählt nicht. Aber... trotzdem eine gute Erfahrung. Ich weiß jetzt, was Entschlossenheit bedeutet. Sehr gut. Naja. So langsam sollte ich zu meinem König zurückkehren, was? Will mein Vater nicht enttäuschen. Ja.
Und so? Kam's zu der Narbe. Also, wie deine erste Narbe. Ein Beweis, dass du Nockt beschützen wirst. Genau. Nur, dass mein Gegner diesmal härter war als der Trunkenbold damals. Wieso hat Kor uns nie von seinem Erlebnis erzählt? Gute Frage. Vielleicht ist es ihm peinlich. Also, mir hatte mein Vater davon erzählt. Echt? Wenn es die Ära des ersten Königs ist, seit der Gilgamesch wartet, sind das 2000 Jahre. Unvorstellbar. Du willst ihn nach all der Zeit doch nicht enttäuschen, oder? Er hat so lange auf den erwählten König gewartet. Ach, das bin wohl ich. Ganz schön salopp. Ja, leider. Also echt. Du hast so ein Schild wie mich gar nicht verdient. Aber ich bin bereit für das, was kommt.